26. November 2000. Leeds, West Yorkshire, Großbritannien. Die 16-jährige Leanne Tiernan und ihre 15-jährige Freundin Sarah Whitehouse sind gerade mit dem Bus zurück nach Bramley gefahren, ein Vorort von Leeds im Westen der Stadt. Sie waren zuvor im Stadtzentrum von Leeds gemeinsam shoppen und befinden sich auf dem Rückweg. Beide steigen in Bramley aus und unterhalten sich noch ein paar Minuten, bevor sie sich voneinander verabschieden und gegen 16.50 Uhr zu Fuß in unterschiedliche Richtungen zurück nach Hause gehen. Sarah kommt gegen 17.20 Uhr zu Hause an und ruft kurz darauf über das Festnetztelefon bei ihrer Freundin Leanne an. Leannes Mutter nimmt den Anruf entgegen und erklärt, dass ihre Tochter noch nicht da sei. Dies war ungewöhnlich, denn normalerweise hätte sie niemals auch nur annähernd eine halbe Stunde gebraucht, um von der Bushaltestelle nach Hause zu laufen. Leannes Mutter legt auf und ruft ihre Tochter auf dem Handy an, um zu erfahren, wo sie steckt. Leanne geht nicht heran, das Handy klingelt eine Zeit lang, bis irgendwann der Anruf abbricht. Ihre Mutter versucht es erneut, doch dieses Mal bricht der Anruf schon deutlich schneller ab. Ohne eine Möglichkeit, ihre Tochter zu erreichen, macht sich Leannes Mutter immer größere Sorgen und entscheidet sich gegen 19 Uhr schließlich dazu, bei der Polizei anzurufen und Leanne als vermisst zu melden. In den nächsten Minuten schauen wir uns an, wer für das Verschwinden von Leanne Tiernan verantwortlich ist und was die weiteren Ermittlungen der Polizei ergeben. Wenn du keine spannenden Fälle mehr verpassen möchtest, dann kannst du diesen Kanal gerne kostenlos abonnieren. Vielen Dank und viel Spaß mit dieser kurzen Dokumentation. Als die Polizei von Leannes Mutter am Telefon erfährt, dass die 16-jährige Schülerin auf dem Heimweg spurlos verschwand, starten sie umgehend eine Suche nach der Vermissten in der umliegenden Gegend. Leanne hatte einen Weg genommen, der durch einige kleine Waldgebiete verlief und insgesamt nur sehr schlecht beleuchtet war. Den gesamten Bereich haben die Polizisten nach kurzer Zeit komplett abgesucht, doch sie können keinen einzigen Hinweis auf das verschwundene Mädchen finden. Die Suchaktion schlägt in kürzester Zeit immer größere Wellen und schon bald beteiligen sich über 200 Polizeibeamte und hunderte von freiwilligen Helfern aus der Stadt an der Suche nach der verschwundenen Schülerin. Die Bewohner von über 1400 Häusern in der Gegend wurden befragt. Über 800 Häuser sowie 800 Garagen und kleinere Hütten wurden durchsucht, genau wie mehr als 150 Geschäfte und Geschäftsgrundstücke rund um den Ort von Leannes Verschwinden. Die Ermittler sammelten auch ganze 140 DNA-Proben von Personen in der Gegend. Der Wasserkanal zwischen der Stadt Leeds und Liverpool wurde über einige Kilometer hinweg abgesucht. Selbst die Kanalisation wurde in manchen Teilen überprüft, doch nirgendwo gab es auch nur eine einzige Spur von Leanne. Die Polizisten hatten über die Zeit immer wieder SMS an Leannes Handy geschickt. Auf dem Handy gab es noch am 27. November, dem Tag direkt nach ihrem Verschwinden, für einen kurzen Moment Anzeichen von Aktivität. Seitdem ist es ausgeschaltet. Trotz einer Belohnung von 10.000 Pfund für wichtige Hinweise und einer öffentlichen Suche mit Fotos der Vermissten blieb der Erfolg weiterhin aus. Über die nächsten Monate gehen bei der Polizei etliche Hinweise von Menschen ein, die glauben, Leanne Tiernan in anderen Städten wie Doncaster oder Liverpool gesehen zu haben. Wiederum andere Personen sagten aus, an dem Tag von Leannes Verschwinden einen Mann in demselben Waldgebiet gesehen zu haben, der dort mit einem Hund spazieren ging. Keiner der Hinweise führte zu einer Spur. Ganze 9 Monate später, am 20. August 2001, geht ein Mann gerade mit seinen 2 Hunden im Lindleywood Naturreservat spazieren, einem Waldgebiet, das nur einige Kilometer nordwestlich von Leeds gelegen ist. Der Mann entdeckte in einer kleinen Grube einen Bettbezug mit Blumenmuster. Als er sich seinem eigenartigen Fund nähert, wird ihm schnell klar, dass darin eine leblose Person eingewickelt war. Sie war ebenfalls mit Plastiktüten bedeckt, die mit Schnüren und mit einem Hundehalsband fixiert wurden. Der Mann ruft umgehend die Polizei, die kurze Zeit später an dem Fundort eintrifft. Sie entfernen den Bettbezug und die Plastiktüten und stellen schnell fest, dass die junge Frau mit Kabelbindern gefesselt wurde. Sie trug auch einen Schal um den Hals, den man fest zugezogen hatte. Aufgrund des äußeren Erscheinungsbildes halten es die Polizisten für möglich, dass es sich bei der gefundenen Person um die seit Monaten vermisste Leanne Tiernan handeln könnte. Nur etwa 2 Tage später bestätigt sich diese Vermutung, als eine Überprüfung der Fingerabdrücke durchgeführt wird. Den Ermittlern wird nun klar, dass sie es im Fall Leanne Tiernan nicht mehr mit einem Vermisstenfall zu tun haben, sondern mit einem Mord. Weitere Untersuchungen ergeben, dass der Körper sehr wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum eingefroren war und vermutlich erst einige Wochen vor dem Fund in dem Wald abgelegt wurde. Die Polizei wendet sich schließlich an die Öffentlichkeit und bittet um sachdienliche Hinweise von allen Menschen, die kürzlich in der Gegend rund um Lindleywood unterwegs waren oder andere Personen kennen, die sich regelmäßig dort aufhalten.
Es dauert nicht lange, bis sich zwei Frauen unabhängig voneinander melden, die den Namen John Taylor nennen. Beide Frauen hatten John in der Vergangenheit über eine Zeitungsannonce kennengelernt. Er hatte bei ihren Treffen mehrfach erwähnt, dass er in dem Waldgebiet von Lindleywood regelmäßig jagen ging. Der damals 45-jährige John Taylor arbeitete bei einem britischen Paketdienst und hatte in seiner Nachbarschaft einen guten Ruf. Einige Leute nannten ihn Petman, also Haustiermann, da er selbst einige Hunde und Frettchen besaß und in der Nachbarschaft Tierfutter verkaufte. Dazu kam, dass John Taylor nicht weit entfernt von Leanne Tiernan und ihrer Familie wohnte. Die Ermittler entscheiden sich dazu, Nachforschungen zu betreiben und stellen kurz darauf fest, dass John Taylor regelmäßig über Zeitungsannoncen Frauen anrief und sich mit ihnen traf. Man überprüfte seine Telefondaten und fand darin einige Frauen, mit denen John in der Vergangenheit in Kontakt stand oder eine Beziehung führte. Als die Polizisten Johns Ex-Freundinnen befragen, erfahren sie, dass Taylor eine starke Vorliebe für Fesselspiele mit Kabelbindern besitzt, bei denen er unter anderem seine Partnerinnen in einen Schrank sperrt. Eine der Frauen hatte sich von John getrennt, nachdem dieser sein Interesse daran geäußert hatte, mit der 15-jährigen Tochter der Frau intim zu werden. Auffällig ist der Bericht einer Frau, die genau beschreibt, auf welche Art und Weise John für gewöhnlich die Kabelbinder anlegte. Dieser nutzte hierfür meist drei Kabelbinder, die er miteinander verbindet. Als man Leanne Tiernan einige Zeit zuvor in dem Waldgebiet fand, waren ihre Hände auf dieselbe Art und Weise gefesselt. Diese Indizien machten John Taylor für die Ermittler mehr als verdächtig. Die forensischen Untersuchungen liefen währenddessen auf Hochtouren und die Spuren vom Tatort wurden genauer beleuchtet. Eine der Plastiktüten an Leannes Körper wurde mit einem Hundehalsband fixiert. Die Polizisten kontaktieren den Hersteller in Nottingham, der ihnen eine Liste mit 220 Großhändlern gab, die er in der Vergangenheit mit den Halsbändern beliefert hatte. Nach und nach riefen die Ermittler bei den einzelnen Händlern an und fragten diese, ob irgendwelche Personen aus dem Umkreis der Stadt Leeds ein solches Halsband gekauft hatten. Nach über 100 Anfragen bestätigt schließlich ein Versandhändler aus Liverpool, dass drei Kunden aus Leeds das Halsband bei ihm bestellten. Als die Polizisten die Namen erhalten, machen sie einen alarmierenden Fund. John Taylor stand auf der Liste und rückte nun in das Zentrum der Ermittlungen. Einige Haare und Fasern werden an Leannes Körper gefunden, von denen manche schnell als Hundehaare identifiziert werden können. Bei anderen davon handelt es sich um rote Kunststofffasern mit einer auffälligen Färbung. Nach genauerer Betrachtung entdecken die Ermittler dann schließlich auch ein menschliches Haar. Ein DNA-Profil wird erstellt und schon kurze Zeit später wird klar, dass das Haar von John Taylor stammt. Taylor wird am 16. Oktober 2001 wegen dem Verdacht des Mordes festgenommen und die Polizei beginnt damit, sein Haus zu durchsuchen. Als sie das Haus betreten, fällt ihnen sofort auf, dass Taylor den gesamten Teppichboden herausgerissen hatte und ihn danach verbrannte. Wieder können jedoch einzelne Teppichfasern an einigen Nägeln im Fußboden sichergestellt werden. Diese roten Kunststofffasern stimmten mit denen auf Leannes Körper überein. Ebenfalls entdecken die Ermittler in Johns Haus die gleichen Schnüre und Kabelbinder, die man auch am Tatort fand. Auch von den Hundehaaren erstellte man ein DNA-Profil und verglich es mit denen von John Taylors Hunden, jedoch ohne Erfolg. Als die Polizisten die Suche auf den Garten ausweiten, stellen sie fest, dass dort vier Hunde begraben waren. Spätere Untersuchungen ergeben, dass einer dieser Hunde kurz nach dem Mord verstarb und dort begraben wurde. Derselbe Hund, von dem auch die Haare am Tatort stammten. Die Überreste deuteten darauf hin, dass der Hund durch unnatürliche Gewalteinwirkung starb. Eine forensische Pollenanalyse kommt schließlich zu dem Ergebnis, dass Leanne Tiernan vor ihrem Tod in John Taylors Garten war, da man an ihrem Körper und in ihren Atemwegen einige Blütenpollen fand, die genau in dieser Kombination in Taylors Garten vorkamen. Ebenfalls werden auf seinem Grundstück drei große Kühltruhen gefunden. John Taylor wird von der Polizei verhört und gibt unter der erdrückenden Beweislast schließlich zu, dass er an dem Tag von Leannes Verschwinden zufällig in demselben Waldgebiet unterwegs war, den sie auf ihrem Weg nach Hause durchquerte. Dort sei sie an ihm vorbeigelaufen und in einem spontanen Impuls sei er auf sie losgegangen, habe ihr die Hände verbunden und seine Jacke über ihren Kopf gelegt. Die beiden seien dann gemeinsam zu Johns nahegelegenem Haus gelaufen. Er sagt aus, dass Leanne in dem Haus Widerstand leistete und von dem Bett fiel, wobei sie sich den Kopf gestoßen hätte. John habe sie dann an dem Schal um ihren Hals von dem Boden hochgezogen und das Mädchen sei bei diesem angeblichen Unfall verstorben. Laut eigener Aussage ist John danach in Panik geraten und begrub Leanne in den Wäldern von Lindleywood. Die Polizei widerspricht dieser Version der Geschichte und geht auf Basis aller bisher gefundenen Spuren davon aus, dass sich John Taylor in seinem Haus an Leanne vergehen wollte. Die Ermittler vermuten, dass dort die Jacke über ihren Kopf verrutschte, sodass sie einen Blick auf John Taylors Gesicht werfen konnte.
Da Lien somit später bei der Polizei ihren Entführer beschreiben könnte, wurde sie von John noch vor Ort ermordet, um keine Zeugen zu hinterlassen. Die Ermittler widersprechen auch der Aussage, dass John Taylor direkt im Anschluss in den Wald gefahren sei, um Lien dort zu begraben. Ihr körperlicher Zustand passte nicht zu der Behauptung, dass sie schon seit Monaten in dem Waldboden begraben lag. Als John mit diesen Erkenntnissen konfrontiert wird, gibt er zu, dass er in diesem Punkt gelogen hatte. Zunächst habe er sie in seinem Garten abgelegt und anschließend im Haus versteckt. Die Ermittler gehen davon aus, dass Taylor sie in eine der drei Kühltruhen legte, wo sie über mehrere Wochen oder sogar Monate lag. Entweder als eine Art Trophäe oder um nicht von der Polizei gefasst zu werden. John Taylor kommt vor Gericht, wo er sich zunächst nur für die Entführung schuldig bekennt, später jedoch auch für den Mord. Er wird zu lebenslanger Haft verurteilt mit einer frühestmöglichen Anhörung nach 20 Jahren. Nach seiner Verhaftung nutzte man sein DNA-Profil für weitere Ermittlungen rund um verschiedene ungeklärte sexuelle Übergriffe in der Gegend. Es gelingt der Polizei schließlich, John Taylor mit seiner DNA in 5 dieser Fälle zwischen 1977 und 1996 zu überführen. Die Ermittler gehen stark davon aus, dass Taylor sehr wahrscheinlich noch weitere Verbrechen in der Gegend begangen haben könnte. Sie untersuchten bei seiner Verhaftung auch sein Auto und fanden im Innenraum eine Diamanthalskette, deren Ursprung bis heute nicht geklärt werden konnte. Die Polizei hält es für möglich, dass es sich dabei um die Kette eines anderen Opfers handeln könnte. Seit seiner Verhaftung wurden einige ungelöste Mordfälle in West Yorkshire und Glasgow neu aufgerollt, für die John Taylor als Verdächtiger in Frage kommt. Sein Strafmaß wurde daraufhin auf ein Minimum von 30 Jahren angehoben, jedoch hält es das Gericht für sehr unwahrscheinlich, dass John Taylor jemals wieder freikommt. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann kannst du mir es gerne mit einem Daumen nach oben zeigen. Schau auch mal in die Videobeschreibung, dort findest du eine Playlist mit anderen spannenden Fällen. Vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Video.